VPN, VPN, ich weiß gerade nicht. VPN, VPN. Ah, komm an. So, ich bin mal kurz bei Gecko. Alles klar, mach das, Daria. Bis später. Oder bis gleich. So, ich glaube, ich muss da rüber. So, warte mal. Uah, ist das richtig? Ja, doch. Hä? Nee, da muss ich lang. Oh Gott, jetzt ist so eine Jump-and-Run-Einlage oder was? Uah. Wo muss ich denn... Wo muss ich denn jetzt hin? Ah, hier. Nee, warte mal. Uah, das war falsch. Hä? Warum kannst du schon zocken? Weil ich das Spiel heute schon bekommen habe und ich habe erst um 20 Uhr angefangen zu streamen, nicht so wie andere Beppos, die meinen, ja, ich habe das Spiel und streame sofort, und es gab eine gewisse Bannwelle und da bin ich auch ganz froh drüber, muss ich ganz ehrlich gestehen. Da bin ich ein bisschen gehässig, weil wenn man keine Rechte dafür hat, es vorab zu streamen, sollte man es eigentlich lassen. Weil das Geheule und Geschrei ist immer so groß. Ja, warum wurde ich jetzt gebannt und warum und weshalb? Dann sollte man sich vielleicht vorab erstmal informieren, bevor man irgendwie was macht, ne? Und jetzt war eh 20 Uhr und wie gesagt so 0 Uhr oder beziehungsweise die Server liefen ja auch schon. Und da habe ich dann gesagt, weißt du was, komm, jetzt machst du. Dieses Risiko ein, obwohl ich mich eigentlich immer vorab halt immer auch immer informiere. Ja, achso, das haben wir ja gesehen. In Deutschland GMT plus 1, ja. Ich könnte nie als Taxifahrer arbeiten, ohne Navi finde ich nichts. Die Steinlaus. Ich grüße dich, willkommen zu Let's Play Live Show, die Steinlaus. Ja, es ist, man gewöhnt sich da dran. Man gewöhnt sich da ein bisschen dran. Wenn man sich in seiner Stadt ein bisschen auskennt, häufiger rumfährt und so, dann geht das eigentlich. Ich habe am Anfang auch so gedacht, weiß nicht, würde das nicht hinkriegen, aber es geht eigentlich. Es ist PlayStation 4, worauf ich hier spiele. Und ich bin gerade nicht im Bilde, wo ich hin muss. Ich habe jetzt irgendwie vollkommen verschlafen, wo ich hin muss. Ich glaube, dieser Weg ist es. Glaube ich zumindest. So. Kann es sein, dass ich hin muss? Nee. Hä? Ah, guck mal an. Cool. Hätte ich liegen gelassen sogar. So. Nee, wie gesagt, ist die PlayStation 4 Version. Yeah. So, und ich nehme jetzt mal Rüstung, weil ich das auch privat so gemacht hatte. Und dann sind wir jetzt quasi... Uah, Alter. Uah, hör auf. Aua, lass das. Weil ich das privat auch so gemacht habe. Und dann sind wir quasi jetzt schon an dem Stand, wo ich aufgehört hatte zu spielen. Also jetzt war das so der Bereich, wo ich nicht mehr... Wo ich dann komplett aufgehört hatte. Also ab jetzt ist auch alles Neuland für mich. So... ja, für dich auf YouTube. Du bist immer noch fleißig dabei, ich hoffe, natürlich. Guck mal da oben. Hier waren wir doch gerade. Hä? Oder muss ich doch wieder hier lang? Ah, hier. Ist das Gasleck jetzt weg? Ach, guck mal an. Dämonenparty wieder. Yeah! Oh Gott, Hilfe. Lass das. Na, hör auf damit. Ich hab gesagt, lass das. Hä, da war doch gerade einer. Hä? Das war's, ne, oder? Ah, ne, von wegen. Von wegen, das war's. Wenig Munition, das sollte... Oh, warte mal. Wollte ich schon immer mal machen. Hui! So, wo ist der nächste Kandidat? Wer hat noch mal? Wer hat noch nicht? Wer will noch mal? Yeah! So, vernichte 3. Was? Blutnester von 4. Okay. Dämonische Bedrohung reduziert um 75%. Um 75%? Ach, guck mal einer an. Dann sind wir hier durch. Dann müssen wir zum nächsten Blutnest. So. Meine Freundin guckt mir auch immer gerne zu und unterstützt mich immer dabei. Ja, das ist super. Uah, nein. Uah, 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 uah. Das hört man noch gerne.
Und wenn man eine Freundin dann hat, die einen unterstützt, ist das doch schön. Das, so. Das kann nur aus dem Pott kommen, wenn ich das jetzt gerade lese. Hier machen wir erstmal ein Bier auf, korrekt. So läuft. So, ich sag mal ganz ehrlich, also für Leute, die jetzt hier meinen, hier im Stream zuzugucken und die denken jetzt, oh, jetzt werde ich gespoilert. Ich bin ganz ehrlich, also storymäßig glaube ich nicht, dass man hier irgendwie was gespoilert bekommt oder so. Also da braucht euch, glaube ich, keine Gedanken machen. Es ist, glaube ich, auch ein reiner Shooter und fertig. Also ich glaube, storymäßig kann man hier, glaube ich, auch nicht so viel erwarten. Ich verliere auch nur. Wieso? Du hast doch vorhin gewonnen zweimal. Erzähl doch nicht, Aria. Wir müssen in die Richtung. So. Schauen wir mal. Das ist aber... Doch, das ist da unten, ne? Ist die Tür jetzt offen? Aber da waren wir doch... Nee. Ich schau mal eben auf die Karte. Warte mal. So. Wir sind da, wir müssen... Wo müssen wir hin? Da unten müssen wir hin. Wir müssen eine Etage tiefer, glaube ich. Kann das sein? Oder? Ich schau mal eben. Kann das sein, dass wir... Ich glaube, wir müssen da unten hin. Ich glaube, ja. Das heißt, wir müssen da mal runterspringen. Hier ist das, glaube ich. Hier waren wir nämlich noch gar nicht gewesen. Ja. Ja, ich glaube, hier bin ich richtig. Bin ich hier richtig, Jungs? Ja, bin ich. Ja, ich bin definitiv hier richtig. An der richtigen Adresse. Wo geht's denn hier weiter? Ach, hier. Aua, lass das. Hau mich doch nicht. Ciao. So. Ah, guck mal. Bam. Wie schick das hier aber aus. Ach, guck mal an, siehst du? Sind wir doch richtig. So. Und hier ist es auch gewesen, wo ich erst einmal gestorben bin. Wo ich dann das mit dem Daumen gesehen habe von Terminator. Ich finde das Spiel echt anstrengend, selbst in der Story. Ja, es ist ganz schön, also man muss schon... Ja, wie soll ich sagen? Man sollte sich definitiv auch mal eine Pause gönnen. Es ist halt... Es ist halt, ja, fordernd. Also total einfach nur Bam in die Fresse und Vollgas. Und da sollte man definitiv sich irgendwann mal eine Pause gönnen. Weil nur durch und das ist schon... Da kann man schon ganz schön... ich glaube... Anfälle bekommen. Uah, hallo. Lass das. Lass das. So. Puh. Selbst der Film Doom hatte keine wirkliche Story für mein Geschmack. Nee, das stimmt. Der Film Doom war auch nicht so pralle. Also fand ich auch nicht. Der war irgendwie so... Naja, der war da und fertig. Genau wie die Ego-Shooter-Szenen im Film. Die waren total... Weiß ich nicht. Die fand ich total grauenvoll. Habe jetzt eine Stunde mit Top-Quali gestreamt. Oh, geil, cool. Ach, hattest du jetzt gerade auch gestreamt gehabt? Geil. Warum hast du nichts gesagt? Hätten wir einfach so einen Multistream machen können. Huch, hallo? Geht, geht einfach sterben. Ciao. Ciao. Na, geh doch einfach... Geh doch einfach sterben, das gibt's doch nicht. Verdammte Axt nochmal. So. Ciao. Mit V. Oh, die Tür geht offen. Auf wundersame Art und Weise geht diese Tür hier auf. Aha. Ah ja. Ja, weil die verriegeln hier alles, wenn die Dämonen da sind. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, ne? Wenn man dann mal ein paar Dämonen auf seinem Schiff... Schiff hat und alles. Ah, guck mal hier. So ein bisschen Rüstung nehmen wir mal mit. Schrotflintenmunition aber auch. Haben wir Ketten? Ja, Kettensäge ist leer. Okay. Aber ich werde hier mal die Dings wechseln. Die Mod. So, wollte wissen, ob ich auch eine Pixel-Quali hätte. Achso, hast du aber nicht. Ja, dann, wie gesagt, also ich weiß nicht. Das liegt wahrscheinlich an der PlayStation. Weil du siehst ja, hier ist Top-Quali über der Elgato. Deswegen verstehe ich das nicht. Wie komme ich denn jetzt nochmal hier raus? Ah, hier lang war das, glaube ich. Oder? War das... War das... Nee, warte mal. Wo? Hä?
Nein, nicht in den Tod springen. Nicht in den... Uah. Genau, hier war das. Yeah! Huch. Bisschen instabil hier alles gerade. Oh. Oh. Eine neue Waffe. Nee, war super Quali gewesen über PS4. Okay, ja, wie gesagt, ich... Keine Ahnung. Ich weiß nicht, woran es liegt. Bei mir funktioniert es irgendwie nicht. Naja. So. Oh mein Gott. Ja, mein Plasmagewehr. Ah je. Ah je, das sieht gar nicht gut aus. Na, was uns hier wohl erwartet? Ja, das fängt ja super an. Ui. War ja irgendwie klar, oder? So, der auch schon mal weg. Na, bis jetzt geht ja eigentlich noch. Hält sich ja noch ein bisschen in... Hält sich ja noch in Grenzen, ja alles. Nimmst du mal das Schild auf, danke. Wenig Munition, ja. Alter, der eine ganze Salve auf den verbraten, ist ja der Hammer. Huch. Wo sind... Das ist so feige Säue, das gibt's überhaupt nicht. Bleib stehen, wenn ich mit dir rede. Mann, geh aus dem Bild. Dein Vater war kein Glaser. Er war Rammler. Auf Reeperbahn oder so. So. Muss ich selber lachen. Oh nein, oh nein. 1000 verloren. Das ist nicht gut, Kevin. Das ist nicht gut. Wo ist denn hier noch einer? Wo ist er denn? Hä? Ach, da hinten. Aua, lass das. So. Das war's, ne? Das... Was ist das? Was? Na, natürlich war's das nicht. Warum denn auch? Ja, guck mal an. Schmeiß du mal deine scheiß brennenden Kugeln, du Affenkopf. So. Ciao. Erstmal die Beine weggeschossen. Höllenbrut, geht dorthin zurück, wo ihr gekommen seid. Eure Mama mag euch nicht. Ihr verdammten fleischfressenden Mann-Junkies. So. Ah, guck mal, da ist noch jemand. Da ist noch ein Kandidat. Bam. Deine Mama hätte dich nie geboren lassen dürfen. Alter, was macht der denn hier? Yeah. Oha, was? Das sind zwei? Was? Hilfe? Oh Gott. Lass das. Mach deinen Bruder erstmal fertig. So, jetzt bist du dran. Und danach hol ich mir deine Mama. Ja. So. Entschuldig bitte. Es geht manchmal mit mir durch. Bam. War es das jetzt mal so langsam mit euch? Meine Güte. Puh. Kann ich noch leben? Gehen wir noch mit. Alter. Huha. Nehme ich jetzt... Warte mal, ich nehme mal das Plasma und die Flinte. Wechselt der jetzt mir auf... Ja, der wechselt mir jetzt auf... Ein Plasma, ich nehme das auf... Kontrollraum wurde in der Nähe aktiviert. Das könnte Olivia gewesen sein. Könnte. Muss aber nicht. So, wo müssen wir denn... Müssen wir hier rauf? Kann das sein? Ja, ich glaube, ja. So. Sascha, die Sprüche. Was denn? Hey, ist doch so. Geht zurück, wo eure Mama euch hergebracht hat. So. So. Aha. Achso, wir können mal gucken. Ach, guck mal an, wie viele Punkte wir schon haben. Ich gucke da gar nicht nach. Was haben wir hier? Geschicklichkeit. Verbessert das Tempo bestimmter Aktionen aus. Ah, du wechselst schneller Waffen. Naja, das geht eigentlich. Was haben wir hier? Wenn ein Verstärker aufhört zu wirken, wird eine gefährliche Schockwelle ausgelöst. Aber was ist denn ein Verstärker? Was haben wir hier noch? Der Kompass, was pulsiert, wenn sich versteckte Bereiche in der Nähe befinden?
Granaten. Verkürzt Nachladezeit für Ausrüstung. Widerstand. Weniger Schaden durch eigene Waffen. Machen wir mal, wenn wir mal Granatwerfer oder sowas haben. Dann nehmen wir noch hier das mit dem Verstärker. Da haben wir ja noch einen Punkt für. Und wir schauen mal bei den Waffen. Können wir da... Oh, wir haben 7,7 Punkte. Reduziert die Munitionskosten der... Was? Mikroraketen? Warte mal, können wir die überall nutzen? Reduziert die auf... Die Aufladezeit zwischen den Explosionsschüssen. Das nehme ich mal. Erhöht die Größe der Explosion. Da haben wir mal 5 für. Haben wir nicht. Machen wir hier mal. Und reduziert die Nachladezeit für die Mikroraketen erheblich. Ja, das nehmen wir auch mal. So, dann haben wir das auch fertig. Kann ich hier... Ich muss die Waffe hier mal verbessern, dass ich hier Mikroraketen kriege. Weil habe ich ja noch nicht. Muss ich beim nächsten Terminal das mal machen. Oder bei der nächsten Drohne. Dass ich hier das MG einfach mal verbessere. Alter, es ist dunkel hier. Hallo? Lade mir gerade die kostenlosen Sachen vom Projekt Cars. Oh, cool. Geil. Autorisierung Olivia Pierce Alpha 402. Sie hat mich ausgesperrt, Dr. Hayden. Sämtliche Energie zum Argent Tower umgeleitet. Sie will das Portal zwischen ihrer Welt und unserer öffnen. Du hättest sie sowieso niemals retten können. Das werden wir noch sehen. Guten Abend, Cynotic. Ich grüße dich. Willkommen zu Let's Play Live Show und zum Live-Let's Play von Doom. Ich nehme gerade auf. Voll so eine Gisela, ne? Gisela, warte! Es ist irgendwie immer Gisela bei mir im Stream. Ich weiß nicht warum. Warum ich den Namen... Ich entschuldige mich für alle, die Gisela heißen. Lass das! Ich sehe nichts. Das ist unfair. Hallo? Hör auf damit. Boah, wie das Blut spritzt. Also alle, die unter 18 sind, raus. Das ist so... Puh. Die Tür ist offen. Das System lässt sich jetzt nur noch von Olivia überbrücken. Wir müssen den Argent Tower an der Oberfläche manuell abschalten. Aha. Manuell abschalten, das klingt ja super. Das war schon okay. Krass, Kampf. Yeah. Hui. Naja, ordentlich. So. Ich bin sehr gespannt. So, was haben wir hier? Olivia Pierce, die Anführerin des UA-Sequels. Versucht ein Tor in ihre Dimension zu öffnen. Sie will das Ende der Welt heraufbeschwören. Eine weitere verlorene Seele, die unter der Macht der Hölle steht. Olivia hat den Agent Tower überladen und nutzt ihn, um sich in die Hölle zu bohren, sodass die Mächte der Hölle in diese Welt dringen können. Du musst den Agent Tower abschalten, bevor er in ihre Welt vordringt. Dazu musst du den Energiefilter abschalten, die sich überall im Oberflächenkomplex befinden. Naja, das klingt vielversprechend.